Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Dieser Spruch, dieser Satz, das Volk vereint wird siegen, kommt aus Chile. Und jetzt wird sprechen zu uns die Vertreterin der Kommunistischen Partei Chiles hier in Deutschland, Nancy Larenas. Hallo, hallo. Hallo. Gut. Man hört? Wunderbar. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Genossen und Genossen, wir sind dritte Mal hier auf diesem Platz und protestieren gegen die Einmischung und die Attacke der USA gegen die bolivarianische Regierung in Venezuela. Wir sind Genossen, seit dem 23. Januar erleben die Bevölkerung Venezuela und die fortschrittlichen Menschen der Welt Tage des Besorgnis und Schrecken. Und heute, wir stehen vor einer militärischen Invasion. Das Land mit den größten bekannten Ölreserven der Welt ist in den Fokus der US-Interessen gerückt. Viele EU-Staaten haben Juan Guaidó bereits als Interimpräsident anerkannt. Unsere Sorge als Lateinamerikaner in diesem Moment ist sehr groß. Wir sind seit der Monroe-Doktrine der USA von 1823 mit militärischen Stiefeln getreten, unterworfen, ausgeplündert bis aufs Blut. Wir haben ein eigenes Leib, Invasionen, verdeckte Aktionen, politische Einmischung in die Politik unserer Länder, Boykott und offene Sabotage unserer Ökonomie erlebt. Beispielsweise steht dafür die grausame Militärputsch in mein Land von 11. September 1973. Der Spur der Verbrechen der Politik der USA hinterlässt Zehntausende ermordete Menschen, Bürgerkrieg und reaktionäre Stadtterror haben mehrere Millionen Lateinamerikaner zu Kriegsflüchtlingen gemacht oder in Exil getrieben. Aber das sozialistische Kuba und die demokratische Regierung von Venezuela, Bolivien und Nicaragua haben diese Kette des Terror unterbrochen. In diesem Moment stehen wir vor einem neuen Interventionsmodell in Venezuela mit der Beteiligung vieler Länder der EU und auch Deutschland. Das beunruhigt die Bevölkerung Lateinamerikas, weil doch niemand, welches Land in der Reihe von den USA Aggressionen das nächste ist. Hallo, hallo? 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 Draufdrücken. Hallo? Hallo? Doch, mach lauter. Hallo? Hallo? Man hört mich nicht. Hallo, hallo? Das ist besser? Ja, gut. Das beunruhigt die Bevölkerung Lateinamerikas. Weiß doch niemand, welches Land in der Reihe von den USA Aggressionen dein Nächste ist. Die Souveränität und Würde Lateinamerikas.
der Karibik wird in Venezuela entschieden. Entschieden wird auch über die Gültigkeit von Normen und Regeln des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen. Hier und jetzt wird deutlich werden, ob die Legitimität einer Regierung durch den ausdrücklichen und souveränen Willen ihres Volkes oder durch die Anerkennung ausländischer Mächte wie USA, Imperialismus und der EU bestimmt wird. Auch Teile der EU-Mitgliedstaaten verletzen hier ihre eigenen Verträge und die Normen internationales Recht, die sie zur Nicht-Einmischung den Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet. Der Putsch ist seit 23. Januar in Gang. Die Verstärkung der US-Militärbasis rum um Venezuela erhöht in diesem Moment den Krieg. Die in Venezuela eine Intervention unter den humanitären Deckmantel vorbereitet haben. Hier steht die Interesse und Zukunft der bolivarianischen Revolution und der Unabhängigkeit, Souveränität und Interesse der Völker von Rio Bravo bis Patagonia auf dem Spiel. Wir fordern alle Völker,